Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Heute möchte ich euch mal eine Kumquats-Handpuppe vorstellen. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht bei Handpuppen unter der Lupe. Und diese Handpuppe heißt Vicky, ne? Und Vicky ist eine 65 cm große Handpuppe. Und was sie denn so für schöne Details hat, das möchte ich euch einmal in einer Aufnahme präsentieren. Einmal die Vicky im Detail. Ich hatte schon eingangs erwähnt, sie ist eine 65 cm große Handpuppe. Das ist die größte Handpuppenart, die es bei der Firma Kumquats gibt. Gehört in die Kategorie menschliche Handpuppen. Die Vicky hat einen Pullover an. Dieser Pullover ist fest mit dem Puppenkörper vernäht. Die Hände sind auch mit an diesem Pullover angenäht. Er ist nicht ausziehbar, also das, was ausziehbar ist, ist die Hose. Darunter sind keine Geschlechtsmerkmale, es sind ja auch keine ja, Handpuppen, die jetzt zur Sexualerziehung beitragen können oder bei Problemfällen helfen sollen. Also eine ganz normale Handpuppe. Solche Handpuppen gibt es, sei an dieser Stelle einfach mal gesagt. Die Hose ist, wie gesagt, ausziehbar. Was auch ausziehbar ist an der Vicky sind diese Flipflops. Und ein Vor- bzw. auch Nachteil ist, dass hier drunter kein Klettverschluss ist. Warum? Also, Problem ist, man kann, wenn kein Klettverschluss drunter ist, die Flipflops verlieren. Wer schon das Video von der Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Kleine heißt, die kleine Blonde. Jenny. Wenn ihr das Video von der kleinen Jenny gesehen habt, bei mir heißt sie nämlich anders, sie hatte hier unten runter unterm Fuß einen Klettverschlussstreifen, damit sie die Flipflops nicht verliert. Das ist bei dieser Kumquats nicht der Fall. Kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein. Vorteil kann sein, bei dieser Handpuppe, dass ja, sie dann auch mal so auf dem Schoß sitzen kann und dass die Kinder sich vielleicht fragen könnten, warum sie den schwarzen Streifen unterm Fuß hat. Es sei denn, man hat natürlich den Klettverschlussstreifen in Hautfarbe gewählt. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Was ich sehr schön finde, sind die Zehen, wie die gearbeitet sind. Also da ist wirklich jeder Zeh einzeln. Und die sind auch ausgestopft ein bisschen, dass sie ja so ein bisschen hervorstechen. Ich zeige es nochmal in einer etwas anderen Perspektive. Was auch noch sehr schön ist an dieser Handpuppe, um mal zum Gesicht zu gehen, sind die Haare. Die Haare sind immer bei den Kumquats sehr schön gearbeitet, wie ich finde. Was auch noch bei dieser Vicky wirklich hervorsticht, sind die blauen Augen. Diese kleinen blauen Augen. Das ist was ganz Besonderes. Also ich liebe blaue Augen und ja, für mich ist diese Puppe sehr, also sehr ansprechend. Ich weiß nicht, wie sie für euch wirkt. Das mal eben kurz noch als kleine Anmerkung, als persönliche Meinung. Wenn wir der Vicky in den Mund schauen, dann seht ihr eine orangefarbene Zunge. Ich hoffe, man erkennt das jetzt hier auf dieser Aufnahme. Diese Zunge ist auch bespielbar. Genauso wie das Klappmaul. Und in das Klappmaul gelangt man auf der Rückseite. Und dann kann die Vicky sprechen. Hallo. Ja. Wenn ihr jetzt den Vergleich zieht zu einer Living Puppets Puppe, seht ihr, dass das Gesicht gänzlich anders geschnitten ist. Man sieht hier diesen Kinn, dass das Kinn, das ist ganz anders gearbeitet. Und das ganze Gesicht, ja, kommt hier direkt gleich an den Pullover ran, der ja mit der Puppe vernäht ist. Und ja, das ist schon etwas anders. Also jede Puppe hat so seine Vor- und Nachteile. Da geht es immer auch ein bisschen so um persönliches Empfinden. Wieder eine kleine Anmerkung. So. Kommen wir jetzt noch einmal kurz zur Frisur. Ja, hatte ich nämlich vergessen zu erwähnen, dass die Vicky nämlich einen Zopf hat, einen feschen Zopf. Und der kommt mit einem passenden Haargummi. Ja,
Das Haargummi selber kann man rausmachen. Allerdings ist, ja, bringt das nicht sehr viel, denn die Wiki kriegt dadurch kein offenes Haar. Das ist wirklich nur hier so eine Art, ja, Manta-Büschel. Hier dieser Büschel, die Manta-Fahrer immer früher hatten. Kann man das etwas vergleichen. Also bringt nicht wirklich viel, wenn man die Haare aufmacht. Okay. Ihr wundert euch vielleicht, warum dieser Arm so dick ist. Ganz einfach, der ist ausgepolstert, den hatte ich mal ausgepolstert. Mit solchen Softflocs ist eine kleine Empfehlung, denn dann sieht dieser Arm nicht immer so labberig aus. Das ist ja der linke Arm und der linke Arm wird ja eigentlich nicht bespielt. Und dann sieht er etwas fülliger aus. Was vielleicht ein bisschen stört. Optisch, aber vielleicht nur, ist, dass die Hände doch sehr breit werden. Hier drin ist zwar ein Gummi, aber dieses Gummi, das ist eigentlich auf der Unterseite. So. Bei den Living Puppets läuft es hier einmal ganz rund und zieht das Ganze noch so ein bisschen zusammen. Möchte ich alles einfach mal anmerken, ist nicht unbedingt als Nachteil zu sehen. Ich finde diese Handpuppen von der Firma Kunkwatz sind sehr gut gearbeitet. Der Unterschied liegt einfach nochmal in den höherwertigen Materialien. In der ja, Verarbeitung sind sie alle, finde ich, sind sie gleich. Die Haare sind nochmal etwas hochwertiger und der ganze Schnitt von der Puppe ist auch nochmal etwas anders, wenn man sich das Ganze nochmal anschaut. Würde im Detail mit einer im direkten Vergleich mit einer Living Puppets kann ich gerne noch mal ein Video drüber machen, dann würde man die Unterschiede noch mal deutlicher erkennen. Das war es eigentlich schon wieder bei Handpuppen unter der Lupe. Was zu Wiki noch zu sagen ist, wie zu allen anderen 65 cm großen Handpuppen der Firma Kunkwatz, das Klappmaul ist innen noch mal etwas anderes gearbeitet. Das Material ist etwas rauer. Fühlt sich aber gut vom Griff an und man kommt auch mit einer sehr großen Hand, kommen man da bequem rein, mit einer Bärentatze natürlich nicht. Preislich liegen die Kunkwatz in der Kategorie 65 cm bei knapp 140 Euro, also 10 Cent runter meistens, aber trotzdem eine ganz schöne Stange Geld. Ich hatte es gerade schon gesagt, also ich finde die Materialien wirken alle sehr hochwertig. Nochmal etwas höherwertiger als bei der Firma Living Puppets. Und sie sind auch ihr Geld auf jeden Fall wert. Es gibt sehr schöne Kunkwatz-Handpuppen und eine davon ist die Wiki. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Reinklicken und fürs Zuschauen und würde mich über eine Bewertung freuen. Bis dann sage ich erstmal Tschüss, euer Hannes. Die Wiki hier.